Willkommen zurück, Leute, zu The Evil Within in einem fröhlichen, warmen, schönen Sonnenblumenfeld mit einem herrlichen Sonnenuntergang und einer wunderschönen Grafik. Und während ich einfach mal so völlig in die entgegengesetzte Richtung laufe, weil, wer weiß, vielleicht gibt es ja hier auch noch was zu finden, habe ich auch ein bisschen mal geguckt nach, so mal ein bisschen in andere Let's Plays und was andere so gesagt haben und hatte auch hier und da ja ein Sätzchen gelesen und nochmal die Sequenzen auch angeguckt irgendwie und so überlegt, warum oder in welchem Zusammenhang das wo alles steht. So richtig schlau bin ich immer noch nicht, aber ich verstehe das jetzt so, dass Ruvik dieses Kind ist. Und in der einen Sequenz wurde zuletzt gesagt, da hat der Doktor Marcel ja gesagt, hey, wo sind eigentlich deine Eltern? Das hatte ich irgendwie so das letzte Mal ein bisschen überhört. Und er konnte das nicht beantworten. Und wenn man so an das Familienporträt denkt und an Laura und an das Gemälde, wo Laura ja irgendwie wahrscheinlich getötet wurde oder so, wo diese ganzen Gesichtslosen, was ja auch das letzte Rätsel war, drinne vorkam. Wenn man an all das denkt, könnte man ja meinen, er hätte seine Eltern umgebracht. So, das ist so der Schluss, den ich daraus ziehe. Die haben nämlich dann gar keine Förderung mehr gegeben. Und die haben ja wohl vorher anscheinend aber immer irgendwie gespendet oder so. Diese Forschungsgeschichte wurde dann ihm entzogen. Und die Frage ist, konnte Ruvik, wenn das denn ist, und das sagt ja auch, das sagt ja auch Sebastian, dass Ruvik das ja eigentlich ist. Ich schaue mich mal derweil so ein bisschen hier um. Jetzt verstehe ich auch das mit den Heuballen anzünden. Anscheinend sind wir jetzt in einem anderen Setting. Ich werde auf jeden Fall aufpassen, dass ich irgendwelche Heuballen noch abbrennen kann, damit ich die letzte Statue noch bekomme. Ja, auf jeden Fall. Ach, hier liegt auch noch was. Das ist ja wunderbar. Das ist schön. Und hier auch noch. Was man hier nicht alles findet, das ist ja toll. Und auch hier noch was. Hey. Cool, okay. Aber wir haben sogar schon volle Kapazität. Ja. Also, ich denke halt, Ruvik hat da irgendwelche komischen Experimente gemacht, wo Dr. Marcel erst noch zugeredet hat. So, hey, mach doch. Und ist ganz normal. Man muss halt auch mal was Ekliges machen und Unästhetisches, damit die Forschung vorangetrieben wird. Und Ruvik dachte sich, okay, cool. Aber irgendwie hat er anscheinend irgendwas gemacht, was dann der Doktor doch nicht so toll mehr fand. Irgendwie hat vielleicht auch Ruvik mit seinen Eltern vielleicht geforscht, eine Familie ausgelöscht, getötet. Vielleicht auch deswegen dieses Gesichtslose, die Eltern umbringen auf dem Gemälde. Vielleicht war Ruvik das und hat die gemalt. Zudem kommt noch, dass Ruvik ja irgendwas mit seinem Gesicht hatte, so. Weil er meinte, alle schauen auf mein Gesicht, wo der Doktor doch noch meinte, es zählt doch das Innere so, wie klug er ist, bla bla bla. Keine Ahnung, was jetzt genau mit seinem Gesicht los ist, aber vielleicht hat er ja irgendwie deswegen eine Störung oder so, keine Ahnung. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Okay, Laura ist vielleicht doch nicht seine Mutter dann, sondern seine Schwester. Dann habe ich das auf dem Gemälde jetzt falsch in Erinnerung gehabt. Ja, witzig. Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Den werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Okay. Oh oh. Okay. Hey, ich glaube, da sind Kinder drin. Ich habe nichts gehört. Oh nein.
Und da brennt die Scheune schon. Heuballen, Heuballen, Heuballen. Ich denke mal an Heuballen. Ach, das ist mit seinem Gesicht passiert. Und sie ist verbrannt. Scheiße. Ich sollte hier schnell raus. Das ist also passiert. Und wir sollen nach oben. Okay. Ich versuche irgendwie hier was zu finden. In der Hoffnung, nicht zu sterben. Sonst mache ich es halt nochmal. Hier brennt aber schon alles. Hier können wir bestimmt das runterlassen. Okay. Okay, toll. Aber habe ich jetzt wirklich alles mitgenommen? Oder habe ich jetzt was übersehen? Oh, da muss ich aufpassen. Oh, hier kann ich... Ah, mach doch mal. Hier das Rad-Dings. Da gibt es noch was zu tun. Schön. Okay. Hier vielleicht. Oder ist es oben? Oder ist es hier, wo ich hin soll? Oh, bitte lass mich das jetzt nicht übersehen. Geh mal hier rauf. Und jetzt? Du willst doch da irgendwie hoch. Wie mache ich das denn? Können wir hier nochmal drehen? Nee, hier kannst du nichts mehr machen. Da muss ich das woanders irgendwie schaffen. Wo denn? Kannst du hier was machen? Ja, das ist schön. Ach so. Ja. Okay. Also schnell dahin und... Oder wie? Hä? Kannst du da was nehmen? Was anderes machen? Ach ja, wir lassen uns einfach mal Zeit. Kannst du hier hoch? Oder, ach so, warte mal, wir können das bestimmt wieder anschießen. Das hatten wir doch schon mal. Naja. Pass mal auf. Toll. Prima. Geh hier lang. Und kann die Strohballen hier... Hallo? Strohballen? Ich will die letzte Statue. Sind es vielleicht die? Okay, auch nicht. Mhm. Schön. Können wir die vielleicht irgendwo runterkicken oder so? Ich will da nicht durch. Nein, ich will da nicht durch. Geht mal weg hier, ihr doofen Ballen. Da ist sie doch. Also ohne abbrennen, aber Schlüssel gefunden. Yay! Und jetzt können wir raus. Oder auch nicht. Oh nein. Was sollen wir machen? Können wir den anschießen, den Typen? Oh, er hat sogar... Okay. Jo. Nimm den Glibber. Nein! Bin ich jetzt tot, ja, ne? Oh, shit. Ich check grad irgendwie nicht so richtig. Ich soll die alle umbringen, aber ich muss auch gleichzeitig aufpassen vor dem blutigen Baron. Okay. Nee, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Nein, lass mich. Oh, was soll ich denn machen? So, ja, toll. Was soll ich machen? Hier ist noch was. Schön. Kommt mal hierher. Schön. Okay. Nein!
Oh nein, jetzt habe ich mich wieder selber in die Luft gesprengt. Ich bin gerade so ein bisschen... Ist klar, ich bin ein bisschen in Panik. Ich check's aber auch gerade nicht. Irgendwie stehen die alle auch immer wieder auf. Und ich weiß halt gar nicht, soll ich jetzt hier raus oder soll ich wohin? Toll, echt toll. Ach, Manno. Das war auch nicht gut. Ja, hallo. Ja, kannst du mal... Mann! Ey, das regt mich auf hier. Leute, Granate weg, toll. Wie lange soll ich denn hier durchhalten? Lass mich. Habe ich es geschafft? Nimm's mit. Nein, 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 nein. Nein. Verdammt nochmal, was soll ich denn jetzt hier tun? Ein Zombie nach dem anderen killen? Ist es das? Oder soll ich hier was ganz anderes machen? Ich versuche das jetzt einfach nochmal. Kann der Schaden nehmen? Ich glaube, der kann Schaden nehmen. Jo. Nimm das Zeug mit. Wo ist er denn? Weg da! Oh Gott! Da. Komm, überlebe es. Da ist er wieder. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Shit, shit, shit. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Weg da, weg da, weg da. Weg da. Oh Gott. Nimm den Bolzen. Und nimm das auch noch mit. Sehr schön. Haben wir Muni? Muni, Muni. Oh, ich zeig dir auch gerade, was Schmerzen sind. Ich baller die ganze Zeit wie so ein Irrer auf dich, du blöd Arsch. Echt, ich will eine Spritze nehmen. Vielleicht sollte ich nochmal zwischendurch eine Spritze nehmen. Aber ich habe halt Angst, stehen zu bleiben. Und das ist mein Problem. Bringt das was, wenn ich auf ihn schieße? Ballern, ballern, ballern. Ich kann auch irgendwie nichts anzünden, das ist das Problem.
Nimm. Oh Mann! Oh, ich bin echt so blöd gerade. Ich. Bam! Ich mach mal kurz einen Cut. Bis gleich. So, weiter geht's. Kurz ein- und ausgeatmet und auch gleich nochmal in ein anderes Let's Play geguckt. Und dadurch habe ich gesehen, dass ich tatsächlich wirklich nur die Zombie-Viecher töten soll, nicht auf ihn schießen soll. Das ist ja schon mal gut zu wissen und das probiere ich jetzt mal aus. Okay. Weg da. Du stehst schlecht. Oh. Echt so blöd. Puh. Nein, nein, weg da. Weg da. Mach ihn fertig. Oh. Ich kapier's nicht. Ich habe so viel Pech, echt. Ich habe immer das Gefühl, ich bin so kurz davor, es zu schaffen. Und dann... Pustekuchen. Da helfen mir doch auch keine Blendbolzen und so ein Kack, denke ich mir. Okay. Da. Weg da. Da hinten kommt einer. Hab ich schon gesehen. Oh, und der hier steht auch bestimmt auf, oder? Ja, Bock. Ja. Okay. Jawohl. Und jetzt noch du. Noch eine Runde. Jawohl. Ja. Sehr schön. Warum haben wir es angetan? Warum?
Wir können uns nicht umsehen. Ich kann die Umsehtaste nicht benutzen. Wir haben es geschafft. Nach einigen blöden Fehlversuchen habe ich versucht, ruhig zu bleiben. Du musst was essen, sonst wirst du zu schwach. Meine Kinder, ich will... Beatrice, wir haben das doch besprochen. Manchmal höre ich... Was? Oh Mann, das hätte ich jetzt gerne gehört. Das wollte ich hören. Warum? Manchmal höre ich Sachen. Ich will das wissen. Aha. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, hier. Hier kann man durch. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Oh Mann. Das ist ja ärgerlich jetzt. Hätte ich da nicht durchgehen sollen durch die Tür? Voll unfair. Aber Kapitel 9 überlebt. Wir haben es geschafft. Das ist ja schon mal was. Ja, wie gesagt, ich habe versucht am Ende dann mal ruhig zu bleiben, weil ich dann zumindest wusste, ich soll einfach einen nach dem anderen töten und irgendwann ist es dann zu Ende. Aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, vielleicht ist das auch nur ein Ablenkungsmanöver, man soll eigentlich auf ihn schießen oder so. Das war ein bisschen blöd, aber jetzt wusste ich das halt dann nach dem Cut und ja, jetzt habe ich keine Ahnung, was sie da am Ende gesagt hat. Das finde ich blöd. Jetzt werde ich nochmal in ein anderes Let's Play eventuell reinschauen oder so und hoffe, da kam jetzt nicht allzu viel noch. Eins ist schon mal klar. Der Ruvik oder Ruben oder ja, Ruvik, der hat auf jeden Fall das Gesicht verbrannt, weil seine Laura da ihm rausgeholfen hat. Und die Frage ist, und natürlich ist sie deswegen dann immer dieses komische Monster später, nur ich dachte eigentlich, er hätte die Eltern auch umgebracht, aber ich weiß es gerade nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und denk mal hier weiter gerade darüber nach. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within.